Europa und so weiter ist erweitert. Das herrliche Bild von den Autoverkäufern. Also das ist die Gründung, das war irgendwie Ende okay. Das ist auch immer implizit diese Syntax. Genau, aber ich meine, schon ein Schritt gewesen, denke ich mir, von der Syntax von Form 6 zu 7 überzugehen. Ja, und dann bist du abhängig von englischer, von Hinterkenntnis und englischer Grammatik. Ja, sonst haut das nicht hin. Und genau, man muss natürlich auch gewisse Sachen einhalten. Da wird das Leitbild gesetzt, damit ist es in der Bar das Licht an. Und ich sehe jetzt auf einmal, oh, da ist irgendwie Sägespäne. Sofort eine Subtraktion, indem ich von Register 6 was abziehe. Das soll nicht sein, weil ich ja im ersten Befehl noch die Speicherfunktion gar nicht erfüllt habe, wenn ich im zweiten schon die Ausführung anfordere. Und danach soll ein XOR-Befehl kommen, der ganz andere Register 160 vergleiche, ist der I860 noch um den Faktor 3 schneller. Das ist schon ganz erstaunlich, was man, auch wenn man jetzt nicht diesen Primitivweg der Taktfrequenzerhöhung geht, kann da raus. Diese ganze Hardline-Programmierung, die ist immer. Na, orange. Orange. Entschuldigung. Ich sag nichts. Das ist aber nicht so viel einfacher. Ja, also, man muss dazu sagen, es wird jetzt gerade von den vier Antworten ein kleiner Tipp vielleicht. Fantastic Gloria hat ja auch echte Schauspieler. Stuttgart oder Hamburg? Bist du sicher, wenn du ich habe keine. Ich würde jetzt einfach mal so sagen, ja. Ja, wir gucken mal. Genau. Yeah. München. Noch gibt's noch ein Bild, wenn du willst. Noch ein Bild. Am Stabus. Wunderbar. Das ist das Rathaus. Doch voll eigentlich. Marienplatz ist Stabus. Ja.
Das ist wieder nur München. Wenn ich bin Augsburger über München. Ja, genau. Das musste ja. Wieso denn? Ich bin in München geboren. Also insofern, das ist auch mal scheiße. Da hast du wohl noch nicht mach mal weiter. Ich mach weiter. Ja, hier auch neue Sprache. Das ist nicht in München. Nicht direkt. Aber ich verrate jetzt zu viel, aber laut Gable Knight 2 war Ludwig II. Ein Werwolf. Weswegen er dann auch in den See steigen musste, weil dadurch, das war die einzige Möglichkeit, wie er getötet werden konnte. Also wirklich, es geht doch nicht. Aber gedreht wurde mit der Gabriel Knight 2 in Kalifornien. Also die sind nicht mal nach München geraten. Also wer schrieb die Geschichte von Gabriel Knight und zum Beispiel King's Quest 6? Roberta Williams, L. Lowe, Stephen King oder Jane Jensen? Also das sind ja mehr so diese Mystery-Geschichten. Ja, aber Stephen King war es eigentlich nicht. Das hätte mich jetzt schwer gewundert. Naja, da hätten wir ein bisschen mehr zahlen müssen. Ich denke auch, ja. Hello hatte das nicht drauf. Das ist doch voll sowieso nicht, oder? Es könnte Roberta Williams gewesen sein, aber ich bin mir nicht sicher. Möchtest du das Publikum so sagen? Ich beklage mal das Publikum. Ja. Genau, ein Publikum zu gucken. Mein. Genau. Richtig. Gibt es auch ein Bild von der Französin? Nee, habe ich. Kein Bild von der Französin. Kein Bild von der Französin. Aber erstmal Applaus für diese Erfolge. Ja. Was kann ich da? Gummibärchen gib, oder? Gib Gummi bitte. Gib. Ja, übrigens gibt es auch ein sehr hervorragendes Fanprojekt auf Hummels Flug 2.5, welches Teil 1 und 2 miteinander verbindet. Wer es noch nicht gespielt hat, nee, warte mal, spielst du nach Teil 1? 2 und 3. 2 und 3, genau. Entschuldigung. ist sehr gut, ist sehr gut. Macht, genau. Genau. Macht Spaß. Das, und sie haben sogar den Originalsprecher dafür verpflichten können. Runde 9. Jetzt, oh ja, jetzt ist wieder gemischt. Eine gemischte, noch eine gemischte Runde. Also wer braucht noch Süßwaren? Wir haben vielleicht. Nein, die gefehlt. Auch nicht mit Unterstützung. Ich habe studiert. Da mehr so durch die Screens durch. Bemerkenswerter war dabei allenfalls noch das John Goodman, den man aus Roseanne beispielsweise kennt, also der Ehemann, da eine Gastrolle übernommen hat als König Matrus. Und dann auch den Titelsong des Lied singst, ein Küst. Den habe ich aber leider nicht dabei. Ja, dann würde ich sagen, lassen wir es vielleicht an der Stelle gut sein mit dem Quiz. Und wir sind sowieso schon über die Zeit, aber sollen wir fünf Minuten Pause machen? Wollt ihr mal kurz durchschlafen? Muss einer auf Klo oder sonst zeigen wir gleich den Videogame-Nerd hinterher schieben. Computern gab es ja furchtbare Spiele. Und die Idee ist praktisch immer, dass er in dieser Episode in weißem Hemd mit Stift und auch immer bewaffnet mit einer Flasche Bier, denn ohne erträgt man diese Spiele ja kaum, seine Reviews macht. Eigentlich am Anfang eben relativ klassisch diese Spiele spielt und man ihm dabei zuhören kann, wie begeistert er von diesen Inhalten ist. Da wird also ordentlich geflucht, der Probleme mit dem F-Wort hat, die Buchstaben, der glaube ich ist, also ihr müsstet schon hart im Nehmen diesbezüglich sein, sonst wird das nichts. Diese Geschichten haben sich jetzt im Laufe der Zeit immer mehr auch in die Richtung verändert, dass es tatsächlich eine kleine Story auch gibt, um die sich das Ganze herumdreht. Also er setzt sich nicht mehr einfach hin und spielt so ein Spiel, sondern er interagiert mit anderen Personen und es gibt einen kleinen storytechnischen Rahmen und tatsächlich auch der irgendwie Videogame-Nerd ist dem Reiz des Crowdfunding erlegen, wollte 75.000 Dollar zusammenkratzen für einen Angry Video Game Nerd Movie. Bekommen hat er am Ende 350.000. Die Herrschaften sind gerade am Filmen in Los Angeles. Der einen ganzen Haufen Spiele ersteigert hat, unter anderem auch Nintendo World Championship. Dann allerdings eben feststellen muss, dass es sich nur um eine öde Reproduction-Cartridge handelt. Etwas, was, sag ich mal, in Unmengen hergestellt worden ist von einer Fremdfirma, damit Leute das sozusagen, weil man das wohl emuliert nicht spielen kann, auf ihrem Gerät nacherleben können. Aber es kommt eben eine raffinierte Idee, wie er vielleicht doch noch an ein Original rankommen könnte.
Und jetzt schauen wir mal. Also die Seite, auf der man die ganzen Filmchen findet, falls man sich da dann vertiefen will, heißt cinemassacre.com. Aber also, wenn man Angry Video Game Nerd googelt, kommt man sicher auch weiter. Ich würde sagen, wir probieren das jetzt einfach mal hier mit meinen Laptop-Boxen. Wenn das nicht funktioniert, habe ich auch noch Abstraktivboxen dabei, aber das dauert dann vielleicht nochmal 5 Minuten. Ja, das sind keine Fragen. So ist es. Stimmt, ich kann ja noch ein paar Offline-Fragen stellen. Achso, ja, dann stell doch, genau, machen wir die Fragen noch offline und dann schießen. Ja, stimmt.